freue mich sehr, hier vortragen zu dürfen. Nicht, weil ich mich selber so gern reden höre, das ist uns Ingenieuren nicht so gegeben, sondern weil ich mich freue, dass es diese Veranstaltung gibt. Herr Rodehorst ist Informatiker von Hause aus, ich bin Bauingenieur und an unserem Vortrag kann man, glaube ich, schon sehen, dass Interdisziplinarität wahnsinnig wichtig ist heutzutage im Tun. Wir versuchen das an der Bauhaus-Universität zu leben. Es ist aber, glaube ich, auch ein wichtiges Charakteristikum überhaupt beim Lösen der Probleme der modernen Welt im weitesten Sinne. Und was wir Ihnen zeigen wollen, ist eben, es ist schon gesagt worden, wie man digitale Technologien, und eine davon ist oben schon mal angedeutet, ein paar von Ihnen haben gestern auch schon Drohnen gesehen, wie man die einsetzen kann, um die tatsächlichen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, ist mir immer so sehr wichtig. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie einfach Drohnen zu benutzen für irgendwas, sondern damit Probleme zu lösen. Das wollen wir ein bisschen darstellen. Und das konkrete Anwendungsfeld sind unsere Infrastrukturbauwerke. So, mal schauen, ob das funktioniert. So, die Folie zeigt das, glaube ich, ganz schön. Man muss auch tatsächlich kein Fachmann sein, um zu wissen, dass unsere Infrastruktur in einem nicht besonders guten Zustand ist, ich will nicht sagen besorgniserregend, aber dass es eine große Herausforderung ist, da wieder besser zu werden und unsere Bauwerke in einen ordentlichen Zustand zu versetzen, ist, glaube ich, bekannt. Man kann die Zeitung jeden Tag aufschlagen. Ich komme selber aus dem Brückenbau, ist gesagt worden. Insofern dieses Schlagwort marode Brücke, glaube ich, inzwischen sehr gut bekannt. Die Rheinbrücke Leverkusen ist ja noch nicht mal drauf, aber viele Brücken haben ja eben entsprechende Probleme, Traglastbeschränkungen und so weiter. Insofern ist es ein volkswirtschaftliches Problem, ist einfach wahnsinnig teuer, unsere Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Ist auch vom Management her nicht ganz einfach, aber es ist letzten Endes eben auch ein Problem für jeden Einzelnen von uns. Grenzt uns in unserer Mobilität ein, wenn es Staus gibt, wenn ich nicht überall langfahren kann. Aber es ist eben auch, und das muss man sagen, im weitesten Sinne vielleicht, wenn es schlimm kommt, ein Stück weit ein Sicherheitsrisiko für uns. Und ich will das nicht überdramatisieren, aber es ist eben leider nicht Gott gegeben, dass ein Tragwerk wie eine Brücke hält. Und obwohl sie von Ingenieuren geplant werden, können solche Tragwerke eben auch versagen. Wir hatten solche Fälle zum Glück in Deutschland noch nicht, aber Sie kennen alle sicherlich aus der Presse zum Beispiel den Einsturz der Morandi-Brücke in Genua vor 4 Jahren und zieht sich durch viele andere Tragwerke, Stützbauwerke sehen Sie oben rechts, muss nicht eine Straßenbrücke sein, kann auch eine Fußgängerbrücke sein in Prag unten rechts und zum Beispiel auch historische Brücken. Nur weil eine Brücke schon seit 100 Jahren steht, heißt es nicht, dass sie nicht trotzdem jetzt mal einstürzen kann. Ja? Und da wird, glaube ich, klar, dass das ein tatsächliches Problemfeld ist. Und die Frage, wer solche Probleme löst und wer am Ende sagt und die Verantwortung dafür trägt, ob eine Brücke noch genutzt werden kann oder ob wir eben entsprechend sperren müssen, sie ersetzen müssen, die Antwort auf die Frage ist, das sind Bauingenieure. Erstmal Ingenieure, aber vor allen Dingen eben Bauingenieure. Und ich würde an der Stelle gerne ein bisschen Werbung machen für unseren Studiengang des Bauingenieurwesens, weil wir den auch bei uns am Institut eben inhaltlich vertreten. Aber ich zeige das auch deswegen, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt so sehr gut lesen können, aber dass das eigentlich direkt andockt an die Dinge, die Sie den Schülerinnen und Schülern an der Schule beibringen. Wenn Sie da lesen, Mathematik 1, 2, Mechanik, Physik, Chemie und dann geht es weiter, aber zum Beispiel auch Dinge wie Geodäsie haben mit Mathematik und Geometrie zu tun, dann wäre meine Hoffnung, dass Sie letztendlich mitnehmen, dass Sie die Schülerinnen und Schüler, die jungen Menschen ausbilden, die wir dann weiterbilden wollen, um solche Probleme, die wir Ihnen zeigen wollen, zu lösen. Und wenn das für Sie Motivation sein kann und wenn das vielleicht auch Anlass sein kann, ein bisschen mal in unserem Themenfeld zu schauen, wie wir vielleicht sinnstiftend da wirken können, um Ihnen vielleicht Beispiele zu geben, kleine Rechenbeispiele, dann würde ich darüber gerne in den Austausch kommen, weil wir letzten Endes immer zu wenig Immatrikulierende haben und insofern auch zu wenig Absolventen und die Bauwirtschaft hat einfach ein Nachwuchsproblem. Und wenn wir da besser werden können, dann müssen wir in der Schule anfangen, dann würde mich das freuen. Mein Ziel ist jetzt ein bisschen plastischer. Ich verspreche, es wird nachher hinten raus ein bisschen bunter, aber ich versuche, Sie mal ein bisschen mitzunehmen und versuche, die Fächerkulturen hier abzubilden, indem ich Ihnen zeige, dass das, was wir tun, eigentlich gar nicht so schwierig ist und wirklich eigentlich direkt anknüpft an Dinge, die Sie entweder schon kennen oder leicht nachvollziehen können. Denn wenn wir uns mit einem Brückentragwerk beschäftigen, dann ist das eigentlich relativ gut abbildbar durch so ein klassisches Balkenverhalten. Da müssen wir ein bisschen Material reinstecken, Hubsches Materialverhalten, ein paar Annahmen treffen, die auf Euler und Bernoulli zurückgehen und dann kommt man auf eine Differentialgleichung vierter Ordnung, die eigentlich relativ einfach eine Belastung wie diese Streckenlast, das sind irgendwie Kilonewton pro Meter, verknüpft mit der Durchbiegung, das ist hier W, das heißt, wenn Sie das viermal aufintegrieren, da kommt jetzt die Mathematik rein, ein paar Randbedingungen reinstecken, dann kommen Sie eigentlich für so eine Streckenlast hier sehr schnell zu der Biegelinie, das heißt, Sie wissen, wie dieser Kragarm hier durchhängt, ja, das ist also eine Parabel vierter Ordnung.
Zwischendurch treffen sie auf das Biegemoment, das ist also eine Parabel zweiter Ordnung, und das ist dann direkt mit den Beanspruchungen verknüpft. Wenn wir nämlich hier reingucken, dann ist das ein integrales Maß dafür, welche Spannungen in diesem Balken vorherrschen. Ja, das sind natürlich Außendruck bzw. Zug, beim Kragarm oben Zug, und das ist das, was wir, wenn wir uns mit solchen Tragwerken beschäftigen, als Beanspruchung oder als Einwirkung bezeichnen, und das ist eine Seite der Medaille. Das heißt, wir können hier berechnen, was das Tragwerk ertragen muss. Für kompliziertere Bauwerke, also unsere Brücken, da wird es dann numerisch approximiert, das macht man nicht mehr von Hand, aber das sind im Prinzip Software-Tools, die, sag mal, die meisten Leute in der Praxis auch nur noch begrenzt durchdringen. Ja? Aber dann können Sie ja sowas rechnen, da kommen also auch hier wieder Durchbiegungen von der Brücke raus, da kommen Biegemomente raus, und was Sie hier bunt sehen, sind wieder die Spannungen, die also sagen, was muss das Material da ertragen. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen erweitere um Masse und Dämpfung, und da sind wir jetzt auch schon bei uns im Master, ja, also das ist bei uns auch schon fortgeschritten, dann kann ich das auch vielleicht noch dynamisch rechnen und die Schwingung von so einer Brücke sehen und die entsprechenden Beanspruchungen ermessen. So, jetzt wissen wir also, was das Bauteil ertragen muss. Jetzt ist die Frage, wie viel trägt es denn? Was kann es denn? Da muss ich natürlich ins Material reingucken. Insofern habe ich hier mal einfach so eine Kurve hier aufgetragen, wie wir die zum Beispiel in unserem Labor in einer Zugdruckprüfmaschine erzeugen können. Wir setzen das Ding also unter Stress, ziehen oder drücken, da drauf oder da dran. Und dann sehen Sie hier Spannung und Dehnung. Erstmal ist es linear, da sind wir wieder bei Herrn Hook. Und dann wird es aber irgendwann plastizieren. Das heißt, es gibt kräftig nach. Ich kann nicht mehr viel Spannung draufgeben. Es erreicht irgendwann so einen Hochpunkt. Und das ist im Prinzip die maximale Spannung, die es ertragen kann. Das heißt, ich kann für mein Material tatsächlich direkt feststellen, wie die Tragfähigkeit ist. Das heißt, welche Spannung das Ding also ertragen kann, ist sozusagen der Widerstand. Jetzt wissen Sie eigentlich ziemlich genau, wie Sie eine Aussage darüber treffen können, ob es noch hält. Denn Sie müssen einfach die Spannung E, also aus der Einwirkung und dem Widerstand vom Material gegenüberstellen. Und wenn Sie die beiden Zahlen direkt wüssten, ja, wenn es deterministisch wäre, dann könnten Sie sagen, steht oder klappt zusammen. Das Problem ist so ein bisschen, dass die unsicher sind, das heißt, die streuen. Jetzt müssen wir nämlich nochmal die Mathematik bedienen, kommt nämlich jetzt die Stochastik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung rein. Das heißt, wir haben hier eine Streuung dieser beiden Parameter. Sie sehen also zwei Kurven, einfach mal als Normalverteilung angenommen. Die Einwirkungen sollten natürlich irgendwie linker Hand von den Widerständen irgendwie liegen. Aber es gibt eben hier an den Ausläufern dieser Normalverteilung einen Überlappungsbereich, wo eben dann die Einwirkung dann doch größer ist oder sein kann als der Widerstand. Wenn ich mal eine extrem hohe Last habe und die trifft auf das untere Ende des Widerstandes, dann kann es eben doch zu einem Versagen kommen. Und wenn wir diese Normalverteilung kennen, dann können wir hier eigentlich das integrale Maß unter diesen beiden Kurven ausrechnen. Und das ist nichts anderes als die Versagenswahrscheinlichkeit. Da sind wir also bei der Frage, wie sicher ist das Tragwerk? Und wenn wir diese Kurven haben, können wir das quantifizieren. Wir machen es im Bauwesen andersrum. Wir sagen, die und die Sicherheit muss erreicht werden. Ja, und da sind wir bei einer wichtigen Nachricht, die viele Laien nicht wissen, dass alle unsere Tragwerke eine finite Versagenswahrscheinlichkeit haben. Die ist nicht null. Ja? Die soll einfach nur sehr klein sein. Ja? Und da gucken wir die Norm, da steht das drin, hängt ein bisschen vom Bauwerk ab. Ja? Also die Versagenswahrscheinlichkeit bei einem Carport darf höher sein als bei einem Kernkraftwerk. Ja, das sind so diese Dinge. Aber im Prinzip sagen wir also, was wir von unseren Tragwerken erwarten. Das ist im Prinzip die Grundlage unserer Norm. So planen wir Tragwerke, wenn wir die neu bauen wollen. Jetzt kommt die Frage, was macht die Alterung dabei? Warum ist das ein Problem, wenn die jetzt älter werden? Da sind Dinge wie Mechanik wieder, Abnutzung, eine Thematik, aber eben auch die Chemie kommt da rein. Das mache ich jetzt sehr kurz, weil es auch nicht so sehr mein Betätigungsfeld ist. Aber klar ist natürlich, dass Materialien wie Stahl entsprechend dann anfällig sind für Korrosion, die wir also bei dem Eisen dann vorfinden, entsprechende Oxidationsvorgänge. Beim Stahlbeton ist noch ein bisschen was anderes. Wenn Sie sowas mal sehen, dann wissen Sie vielleicht oder können sich klar machen, dass beim Abbinden, beim Hydratisieren unseres Zementes eigentlich ein alkalisches Milieu entsteht. Das ist das Portlandit, das ist also hier Calciumhydroxid, das schützt eigentlich den Bewährungsstahl, weil wir also dann alkalisches Milieu vorfinden. Das Problem ist, über die Zeit dringt da oder wirkt ein unser Kohlendioxid und Wasser dauerhaft, und dann kann also dieses Calciumhydroxid abgebaut werden, kommt also hier entsprechend zu einer Bildung von Kalkstein, Calciumcarbonat, die Passivierung verschwindet, und dann ist auch der Bewährungsstahl, der eigentlich im Beton drin ist, anfällig für Korrosion, dehnt sich aus, sprengt den Beton ab, liegt frei, dann ist natürlich die Korrosion dann entsprechend beschleunigt. Und das sind die Dinge, die da voranschreiten und die wir letztendlich sehen müssen, um eine Aussage treffen zu können über die Verringerung des Widerstandes. Und jetzt sind wir wieder bei unseren Kurven. Sie können sich vorstellen, durch diese Alterungseffekte, das habe ich hier mal dargestellt, sinkt also der Tragwerkswiderstand. Man kann das mal beheben, indem man irgendwas saniert. Ja, da beschichtet man das neu oder klebt da neuen Beton drauf. Gibt es viele Verfahren. Aber grundsätzlich strebt dieser Widerstand immer nach unten, und in dieser Kurve gesehen,
sehen, geht die Kurve, diese R-Kurve, weiter nach links. Das Integral hier wird größer, das heißt, die Versagenswahrscheinlichkeit steigt und irgendwann komme ich also in einen kritischen Zustand. Das heißt, Sie haben jetzt hier, und wie gesagt, jetzt wird es gleich ein bisschen plastischer, keine Angst, gesehen, dass wir im Prinzip diese Schädigungen, diese verschiedenen Formen von Schädigungen, rechtzeitig detektieren müssen und quantifizieren können müssen, um zu wissen, ob unser Tragwerk noch okay ist. Das machen wir natürlich, da ist jetzt Digitalisierung erstmal nichts Neues, aber die konventionelle Bauwerksprüfung sieht so aus. Bei großen Bauwerken ist es sehr aufwendig, Sie klettern daran rum, Sie haben Brückenuntersichtgeräte, da müssen Sie die Spur sperren, gibt es Stau, dauert ewig lange, kostet viel Geld, ist gerade bei schlechtem Wetter nicht ohne Risiko für diejenigen, die das tun. Sie kriegen ein Stück weit subjektive Bewertungen, wenn man sich mal hier die Anwendungs- und Rissschablone anguckt. Und ein großes Defizit ist die Dokumentation dessen, was da vorgefunden wird. Wenn die an riesigen Bauwerken klettern, dann sehen die vielleicht den Riss, aber tatsächlich zu dokumentieren, wo das jetzt war und den beim nächsten Mal wiederzufinden, das ist nicht ohne. Und insofern kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass man mit bildgebenden Verfahren, und da kommt jetzt unsere Drohne zum Beispiel zum Tragen an großen Bauwerken, hier einen interessanten Ansatzpunkt hat, weil wir natürlich auf eine sehr einfache Art und Weise Bilder von unserem Bauwerk generieren können. Ich sage nicht viel zur Drohnentechnik, wir entwickeln die nicht, wir senden die auch im weitesten Sinne nur an, aber vielleicht nur so viel, was wir da nehmen, das sind jetzt keine, sagen wir mal ein bisschen despektierlich, Baumarktdrohnen oder aus dem Spielzeugladen, sondern das ist schon ein entsprechendes Profigerät. Aber wenn Sie sowas verwenden und entsprechend hochwertige Kameratechnik verbauen, dann kriegen Sie eben auch an solchen Bauwerken, wo Sie eigentlich einen schwierigen Zugang nur haben, sehr detailreiche Bilder, wo Sie also schon sehen, dass Sie die Schädigungen tatsächlich drin erkennen können. Man muss nicht immer mit der Drohne fliegen, das nur am Rande. Wir haben also je nachdem, was wir für Bauwerke haben, zum Beispiel auch im Tunnel, entsprechende Geräte entwickelt, um das auszuleuchten und entsprechende Kameras dann systematisch da entlang zu fahren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das Wichtige ist das Bild und weniger die Drohne an der Stelle. Und jetzt würde ich gerne ein paar Herausforderungen im Umgang mit solchen Technologien formulieren, die dann Volker Rodehorst ins Spiel bringen werden, der Ihnen ein bisschen was zeigen kann, wie man diesen Herausforderungen begegnet. Das erste Problem ist, wenn ich wirklich Details in den Bildern sehen will und an großen Bauwerken unterwegs bin, wie an so einer Talsperre, dann machen wir viele Bilder. Ja, wir reden von tausenden Bildern. Ja, Sie sehen das hier so ein bisschen. Und die Frage ist, wie kann ich das effizient machen? Wie kann ich gerade so viele Bilder machen, wie ich brauche, aber sicherstellen, dass ich das Bauwerk komplett abgedeckt habe, nichts verpasse und auch die Bildqualität so ist, dass ich also auf den Bildern was erkennen kann. Und wenn ich solche Bilder dann habe, dann wäre meine nächste Frage, muss ich mich durch diese tausende Bilder jetzt am Rechner durchklicken, um Schäden zu erkennen? Oder gibt es da vielleicht Möglichkeiten, um bestimmte Arten von Schäden automatisiert zu erkennen? Und daran anknüpfend ist auch die Frage, wie ich das Ganze dann dokumentiere, wenn ich da Schäden wiederfinde. Denn ein Problem, das können Sie sich an der großen Staumauer schon klar machen, aber an der Brücke habe ich es auch nochmal rausgezogen, ist, wenn Sie ein Einzelbild sehen und hier vielleicht irgendwas Interessantes drauf erkennen, einen Schaden oder was, dann wissen Sie trotzdem nicht unbedingt, wo das jetzt am Bauwerk war. Sie sehen hier dieses Fachwerk, das wiederholt sich hier zigmal entlang der Brücke. Das heißt, die Frage, wo ein Bild gemacht wurde, ist nicht unbedingt klar und führt uns natürlich darauf zurück, dass ich das aber ja wissen muss, wo der Schaden an der Brücke ist. Also dieses Lokalisieren der Informationen, die ich da finde. Und das letzte Problemfeld ist auch nicht so ganz offensichtlich. Man stellt sich immer vor, ich habe hier ein Bild, da sehe ich was drauf, dann weiß ich also, was das ist und wie groß das ist. Aber es gibt ein echtes Problem beim Messen in Bildern. Denn zunächst mal hat so ein Bild natürlich nur Pixel. Das ist ein digitales Foto, Sie kennen das alles. Und wenn Sie sich hier so ein Detail rausziehen, dann sehen Sie, hier ist also ein Riss. Aber was wir natürlich gerne wissen würden, wie lang ist der, in welche Richtung ist der orientiert und wie breit ist der. Das heißt, ich würde gerne messen in dem Foto. Und da sehen Sie ein Problem, was ich hier mal gezeigt habe, je nachdem, wie die Perspektive ist, ist der Maßstab von Pixel auf Meter nicht unbedingt klar und auch nicht konstant in dem Bild. Wenn ich senkrecht drauf fotografiere und weiß, welchen Abstand ich habe, was für eine Brennweite ich benutzt habe, kann ich hier umrechnen von Pixel auf Meter irgendwie. Ja, das kriege ich hin. Aber Sie sehen schon hier bei dieser Fluchtkante, da haben Sie eigentlich weniger Pixel auf eine viel größere Länge. Das heißt, Sie können nicht ohne weiteres von den Pixeln auf die Metrik schließen. Das hat was mit der Perspektive zu tun. Und das ist aber ein Problem, was wir lösen müssen, weil wir letzten Endes wirklich wissen müssen, wie breit sind diese Risse. Und insofern ist das ein bisschen so das Themenfeld, was ich jetzt erstmal anmoderieren würde. Ich würde das später noch mal ein bisschen systematisieren. Aber das sind die Probleme, die ich auch nicht lösen kann als Konstruktive und würde jetzt mal an Volker Rodehorst übergeben. Ja, wunderbar. Lieber Guido, vielen Dank. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in Weimar. Um den Gedankengang aufzugreifen, wie geht man mit solchen perspektivischen Verzerrungen in den Bildern am besten um? Meine Antwort wäre,
Ja, man muss erstmal die 3D-Geometrie verstehen, die man dann in die Bilder abbildet. Und da hilft die sogenannte Fotogrammetrie, das Messen aus Bildern. Ja, das ist vom Menschen abgeschaut, wenn wir ein dreidimensionales Objekt haben und das abbilden, dann wird das perspektivisch verzerrt. Und wenn man den Standpunkt wechselt, also wir haben ja zwei Augen, 6 cm Abstand, dann wird es unterschiedlich perspektivisch verzerrt. Und sollte man dann für die gleichen Punkte in den unterschiedlichen Bildern die Korrespondenz finden, dass die beiden Punkte vom gleichen Objektpunkt stammen, dann kann man Strahlen bilden und feststellen, wo sich alle Strahlen, die vom Objekt reflektiert werden, durch das Bild gehen, in einem Punkt im sogenannten Projektionszentrum treffen. Somit kann man also bestimmen, wo die beiden Projektionszentren sind, wo die beiden Kameras stehen und wie sie ausgerichtet sind. Dann kann man diese Strahlen verlängern. Für jeden korrespondierenden Punkt schneiden sich die Strahlen im Raum. Ein räumlicher Vorwärtsschnitt. Und so kann man 3D-Punkte im Prinzip bestimmen. Nennt sich stereoskopisches Messprinzip. Und dieses Prinzip übertragen wir in Algorithmen auf dem Computer. Was machen wir also? Zunächst einmal müssen wir die bei der Aufnahme herrschenden Abbildungsgesetze rekonstruieren, die sogenannte Sensororientierung. Wir nehmen überlappende Bilder auf, versuchen in diesen Bildern besonders auffällige Punkte zu extrahieren und sie in den Bildern wiederzuerkennen. Ja, und der Abstand dieser korrespondierenden Punkte voneinander, die sogenannten Disparitäten, helfen uns dann die Orientierung und Ausrichtung von benachbarten Kameras zu rekonstruieren. Haben wir also die Kamera, Standpunkte und Orientierung, kann man für diese stabilen Punkte räumliche Koordinaten generieren. Und das sieht im Moment noch ein bisschen hässlich aus. Um ein schönes 3D-Modell zu machen, müssen wir noch die 3D-Rekonstruktionen durchführen. Das heißt, wir transformieren diese Bilder so, dass wir nicht für stabile Punkte, sondern für jeden Bildpunkt, für jedes Pixel, den korrespondierenden Pixel im anderen Bild suchen. Und man kann die Bilder so transformieren, dass man für jedes Pixel nur in der gleichen Zeile suchen muss und die Abstände von den korrespondierenden Punkten haben einen Bezug zur Tiefe. Ja, wenn man das für jedes Pixel macht, ist das hier mal eine Ergebniskarte. Hell heißt hoher Abstand, dicht an den Kameras. Dunkel heißt kleiner Abstand, weit weg. Das ist sozusagen eine inverse Tiefenkarte. Und mit dieser Tiefenkarte zusammen mit den Kameras kann man eine dichte Punktwolke generieren. Man legt die Bildinformation drauf, hat eine schöne farbige Punktwolke. Die kann man noch vermaschen zu Dreiecksnetzen und die Bilder drauflegen, texturieren und dann hat man ein schönes 3D-Modell. Was ist die Herausforderung dabei? Hier mal ein Beispiel von zwei auffälligen Punkten. Diese Ecke, ja, findet jeder, dass die beiden zusammengehören. Ist auch für den Computer nicht so herausfordernd. Aber hier mal die gleiche Fragestellung der gleichen Ecke aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja, das und das ist die gleiche Ecke, aber jetzt mal aus einer anderen Perspektive betrachtet und die sehen nicht mehr so ähnlich aus. Und das herauszufinden ist schon eine Schwierigkeit. Oder guckt man von unten gegen den Himmel oder von oben auf die Straße mit der Drohne, ist diese Ecke schon auch für mich nicht als identisch sofort zu erkennen. Hat man dieses Problem aber irgendwie gelöst und da gibt es Lösungsmethoden, dann kann man die relative Orientierung berechnen. Das heißt, für zwei benachbarte Kameras berechnet man die Verschiebung und Verdrehung und kann auch 3D-Punkte triangulieren und dann kann man die aneinander hängen. Ja? Bild 1 und 2, Bild 2 und 3, dann verkettet man die und fängt mit kleinen Fehlern an. Wenn man die aber immer aneinander packt, dann wird der Fehler immer größer und man kann dann auch wegdriften. Ja? Das heißt, man hat ein Netzwerk dann, angefangen von Bildpunkten, man hat die Kamerastandpunkte berechnet, Raumpunkte trianguliert und dieses Netz ist unter Spannung. Ja, und dann macht man eine globale Optimierung, eine sogenannte Bündelausgleichung und dann entspannt sich das Netzwerk und dann hat man sehr stabile geometrische Konstellationen, um aus flachen Bildern dreidimensionale Objektpunkte zu bestimmen. Für die Fotogrammetrie, wo man mit ungeordneten Bildern anfängt, die Bilder vielleicht noch verbessert, korrespondierende Punkte sucht, die relative Orientierung bestimmt, es aneinander kettet, ausgleicht und diese dünnen Punkte mit den Kamerastandpunkten verdichtet zu einer schönen, dichten Punktwolke. Dafür gibt es kommerzielle Lösungen, aber auch frei verfügbare Lösungen, die sowas berechnen. Man braucht in der Regel keinen großen Computer, man braucht viel Speicher und wenn gewünscht eine Grafikkarte, aber Schüler haben ja meistens spieletaugliche Ausstattung, sodass es kein Problem ist, aber wenn wir
mehrere tausend hochaufgelöste Bilder haben und Milliarden von Punkten berechnen will, dann braucht man doch relativ viel Speicher, RAM, also vielleicht so ein Terabyte oder sowas. Und wenn man nicht Tage oder Wochen warten will, dann verteilen wir unser Problem schon auf mehrere Rechner. Also wir beschäftigen uns auch mit parallelen verteilten Systemen, um die Aufgabe zu verteilen. Nun ist das Modell nur in Pixeln. Ja, wir haben nur Bilder reingesteckt und das, was rauskommt, ist nur in Pixeln. Wenn wir messen wollen, brauchen wir einen Maßstab. Man kann ein Lineal oder einen Zollstock in eins der Bilder legen und dann Pixel in Meter konvertieren. Aber wenn man Veränderungen detektieren will, muss das Objekt auch immer an der gleichen Stelle sein und immer gleich ausgerichtet sein, sodass wir in der Regel kleine Marker an die Objekte kleben und diese dreidimensional einmessen. Elektrooptisch mit einem Tachymeter, also mit Abstands- und Richtungsmessungen, können wir die Marker im 3D-Raum bestimmen, das Modell darauf transformieren und dann auch über die Zeit Veränderungen feststellen. Nun ist es so, dass wir mit Kenntnis des 3D-Modells die Bilder so entzerren können, dass keine Perspektive mehr drin ist. Jedes Pixel wird differenziell an die richtige Stelle geschoben und dann verschwinden die Perspektiven. Das sind dann sogenannte Orthofotos. Man kriegt schöne Ansichten von der Seite, von oben, perfekt ohne irgendwelche Verzerrungen. Möchte man auf gekrümmten Oberflächen messen, dann ist es besser, dass man die abwickelt, eben auch in eine Ebene bringt und dann kann man schön mit dem Maßstab direkt in den Bildern messen. Was ich nicht erzählt habe, ist, wie kommt man zu guten Bildern? Ja, die klassische Idee ist, dass man, wenn man ein Gebiet befliegen will, Objekte aufnehmen will, dass man einen Bereich markiert und systematisch dort Positionen für eine Drohne definiert. Die Drohne guckt immer runter in Nadir-Richtung und dann hat man wunderbar die Dächer, aber die Fassaden, die sieht man nicht. Ja, man kann auch so Schrägbilder machen, aber das ist meistens immer nur rund um einen entsprechenden Punkt. Will man dicht ran, immer mit dem gleichen Abstand, dann geht im Moment nur manuell fliegen. Da ist aber die Gefahr, dass die Bilder nicht überlappend sind oder man gewisse Positionen vergisst. Man ist im Büro, will auswerten und es fehlen Bilder. Das ist schlecht. Deswegen wollten wir das systematischer machen und haben eine am Objekt ausgerichtete 3D-Flugplanung entwickelt. Ja, man fliegt in einem sicheren Abstand, dass man nicht kollidiert mit dem Objekt und rechnet daraus ein grobes Modell. Und dann definiert man zum Beispiel, man möchte eine Auflösung von 1 mm pro Pixel haben, kennt dann einen optimalen Abstand und plant dann einen 3D-Flugpfad, sodass man immer den konstanten Abstand zu diesem Objekt hat. Und für so einen geplanten Flugpfad, hier mal so die Kamerapositionen und Ausrichtungen dargestellt, kann man sogar vorhersagen, wie gut eine Rekonstruktion mit so einem Flugpfad sein könnte, hier mal farbig kodiert. Ja, also wir fliegen dann relativ dicht am Objekt, immer in einem konstanten Abstand und haben damit die bestmöglichen überlappenden Bilder. Der Flug erfolgt automatisiert mit Hilfe von satellitengestützter Positionierung mit GNSS und es gibt meistens die Schwierigkeit zwischen dem Soll, also wie die Drohne fliegen soll und wie sie denn in der Realität fliegt. Ja, aufgrund von Turbulenzen oder Abschattungen von den Satellitensignalen, das ist jetzt ein krasser Fall, aber da gibt es noch leichte Variationen, sodass wir auch bestrebt sind, die Drohnen weiterzuentwickeln. Ja, wir haben dann so eine Forschungsdrohne, wo Laserscanner drauf ist, eine Stereokamera, ein Computer, der nichts macht, den können wir frei programmieren. Und da haben wir zum Beispiel auch versucht, eine Kamera nach unten zu integrieren. Ja, anhand des Bildes kann man sehen, ob die Drohne stabil steht oder sich bewegt. Ja, wenn das Bild wandert, dann bewegt sich die Drohne. Und durch das Skalieren des Bildes kann man sehen, ob die Drohne steigt oder sinkt. Und da kann man auch ein automatisches Landen dann programmieren. Eine andere Idee ist, die Stereokamera einzusetzen, hier mit linke Bild, rechtes Bild. Die Abstände sind hier mal grauwert kodiert, die Disparitäten. Und anhand dieses Tiefenbildes, was in Echtzeit generiert wird, kann man dann quasi eine Hinderniserkennung machen und dann, wenn ein Hindernis auftaucht, die Drohne erstmal anhalten. Das machen wir. Aber theoretisch kann man auch einen Algorithmus programmieren, um dem Hindernis automatisiert auszuweichen. Wenn wir mehrere Sensoren auf der Drohne haben, dann ist es auch immer sinnvoll, die zu fusionieren, also einen Mehrwert zu erreichen, indem man die Gemeinsamkeiten ausnutzt. Hier zum Beispiel ein Farbbild, ein optisches Farbbild und ein Thermal-Infrarotbild
die von unterschiedlichen Sensoren auf der Drohne aufgenommen werden. Und durch eine Bildregistrierung, durch Überlagerung, kann man quasi so eine Art Multispektralbild erzeugen und einen Mehrwert bei der energetischen Bewertung zum Beispiel generieren. Für unsere Studierenden ist es immer spannend, mit solchen haptischen Geräten umzugehen. Hier zum Beispiel eine Drohne mit einer Kamera, die sich erstmal selber orientieren soll und dann autonom einen Innenraum explorieren soll. Das macht total viel Spaß. Allerdings haben sowohl die Drohne als auch die Räume schon sichtbare Gebrauchsspuren. Ja, also das ist immer mit einem gewissen Verlust behaftet. Gut, wenn man aber schon Bilder hat, dann muss man nicht nur 3D-Modelle machen, man kann auch einen Mehrwert generieren. Und eine Herausforderung in Kooperation mit dem Kollegen Guido Morgenthal ist es, Schäden zu identifizieren in den Bildern. Hier in den Bildern sind Risse zu erkennen, ja, aber ein Riss ist nicht nur eine schwarze, dünne Linie vor einem hellen Hintergrund, sondern häufig hat man Umgebungen wie hier eine Verschmutzung, hier ist der Riss, oder Verfärbung, Graffiti, diese Schalkanten oder die Holzmaserung sind auch dünne, schwarze Linien. Ja, und die von Rissen zu unterscheiden, das ist eine ziemliche Herausforderung. Uns ist es nicht gelungen, von Hand Algorithmen zu schreiben, die die erkennen. Also nutzen wir maschinelles Lernen. Eine Blackbox, ja, der wir Beispiele zeigen, wenn das Bild reinkommt, soll das rauskommen. Ja, das heißt, man braucht erstmal ein Modell, was recht viele Parameter hat und dann braucht man viele Beispielbilder. Ja, ein Foto und dann, was rauskommen soll, also Pixel, die einen Riss markieren. Weil man in so einem Modell recht viele Parameter hat, nicht 10, sondern 1 Million Parameter, braucht man auch sehr viele Bilder, die alle zu annotieren, also anzumalen, wo Risse sind, ist sehr aufwendig. Dementsprechend versucht man die zu vervielfältigen durch sogenannte Augmentation, durch Spiegelung, Rotieren und sowas. Dann muss man tagelang trainieren auf großen Rechnern und dann noch verstehen, ob dieses Netz in der Lage ist, diese Risse auch nun wirklich zu erkennen. Ja, hier mal ein Beispiel, wie so Trainingsbeispiele aussehen können. Eingangsbild und da hat jemand gesessen und wirklich diese Pixel markiert, die erkannt werden sollen. Ja. Wie funktioniert so das maschinelle Lernen mit sogenannten künstlichen neuronalen Netzen? Ja, man hat ein Eingangsbild und dann hat man für jedes Pixel einen Knoten. Dann hat man ein Ergebnisbild und dort auch für jedes Pixel einen Knoten. Dazwischen sind Schichten auch mit Knoten, die sind verbunden. Nicht jedes mit jedem, aber viele miteinander verbunden und diese Verbindungen sind gewichtet. Die Gewichte sind am Anfang zufällig. Ja, man steckt also ein Bild in das Netz und wenn die Mittelung dieser Gewichte größer als 0 ist, dann wird die Information weitergegeben, ansonsten wird sie aufgehalten. Diese Aktivierung ist notwendig, um nichtlineare Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ausgabe zu definieren. Ja, und für dieses Bild und zufälligen Gewichten kommt beispielsweise das raus. Ist nicht das, was man erwartet, das ist das, was man weiß, was rauskommen soll. Diese Differenzen werden genutzt, um die Gewichte zu identifizieren, die dafür schuld sind, dass was Falsches rauskommt. Und diese Gewichte werden verändert. Ja? Und durch Veränderung wird dann das Ergebnis immer besser im Training, bis am Ende hoffentlich etwas rauskommt, was der Wahrheit möglichst nahe entspricht. Ja, und dann hat man die Gewichte so eingestellt, dass für dieses Paar was Richtiges rauskommt. Und wenn man das für Tausende, Zehntausende von Paaren macht, dann kann dieses Netz diese Strukturen erkennen. Was ich nicht erklärt habe, ist, was diese Punkte da bedeuten. Ja, wie sieht das Netz eigentlich aus? Und hier mal ein Beispiel. Ja, wir geben hier in so ein Netz nur einen Bildausschnitt von 450 mal 450 Bildpunkten rein. Dann versucht das Netz in einem ersten Schritt erstmal herauszufinden, ist da ein Riss drin und wie sieht der aus? Das ist die einzige Information, die diese Hälfte des Netzes beschreibt. Und in der zweiten Hälfte ist dann die Frage, ja, wo im Bild ist dann diese Struktur? Ja? Und am Ende hat man wieder die gleiche Größe wie am Anfang und dazwischen ist ja Information verloren gegangen und um diese sozusagen fortzuführen, gibt es da so Verbindungen zwischen den einzelnen Ebenen. Und wenn man so eine Architektur nutzt und trainiert, dann hier am Beispiel mal von der Risserkennung an zwei Beispielbildern. Das sind Risse, die rauskommen sollen, also der Ground Truth, die Wahrheit. Dann ein Konkurrent, der findet wirklich nur die Schalungskanten, aber überhaupt keinen Riss. Ein zweiter Konkurrent findet zwar die Risse, aber auch die Schalungskanten und kann dazwischen nicht unterscheiden. Und wenn man sich viel Mühe gibt, dann ist es möglich, die Schalungskanten zu unterdrücken und entsprechend die Risse doch bestmöglich hervorzuheben.
Eine Fragestellung ist, wie verändern sich Risse über die Zeit? Hier mal ein Balkenbiegeversuch, wo von unten Risse entstehen und die sich über die Zeit sozusagen immer weiter ausdehnen. Und da ist es für uns jetzt wichtig, wenn man einen Riss erkannt hat, mal senkrecht dazu sich das Helligkeitsprofil anzuschauen. Das ist hier mal in Rot gezeigt. Und wenn man sich dieses Helligkeitsprofil anschaut, dann kann man auch die Rissbreite in Subpixeln bestimmen und dann die Entwicklung der Risse über die Zeit wirklich metrisch angeben. Und vielleicht als letztes Beispiel, wie jetzt zum Beispiel die Erweiterung von solchen Erkennern für andere Schäden aussieht. Ich hatte jetzt nur Riss beschrieben. Hier erkennt man vielleicht nochmal schön, dass diese dünnen schwarzen Striche nicht als Riss erkannt werden, sondern wirklich der Riss als ein solcher erkannt wird. Aber wir können auch Abplatzungen hier in Rot dargestellt oder freiliegende, rostende Bewehrung, hier eine Rostfahne oder Aussinterung jetzt sozusagen identifizieren, pixelgenau. Ja, jedes Pixel wird klassifiziert. Bin ich ein Schaden und wenn ja, welcher? Ja, und mit diesen Informationen erarbeitet dann der Kollege Guido Morgenthal weiter. Puzzlesteine, die für uns natürlich ganz wichtige Grundlage sind bei der Methodenentwicklung, dann irgendwie zusammenzubringen und tatsächlich an unseren Bauwerken und bei der Bauwerkserhaltung irgendwie weiterzukommen. Und das war auch Gegenstand von einem großen Forschungsprojekt, was wir jetzt gerade abgeschlossen haben. Und das würde ich jetzt versuchen, nochmal so ein bisschen zu systematisieren und vielleicht auch an einem echten Bauwerk zu zeigen. Das ist eine Brücke hier in Thüringen, die Schakondetalbrücke, eine vor ein paar Jahren neu gebaute Eisenbahnbrücke im Zuge der Schnellfahrstrecke, an der wir viele Untersuchungen gemacht haben, der ein oder andere oder die meisten von Ihnen werden da auch schon drüber gefahren sein. Und wenn wir jetzt mit solchen Bauwerken umgehen, die hat zum Glück noch nicht so viele Probleme, aber man kann das, glaube ich, gut übersetzen auf andere Brückenbauwerke, dann führen wir also diese Befliegungen durch. Das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, aber Sie können sich das vorstellen. Diese Fahrtplanung vom Volker Rodehorst führt also dazu, dass die Drohne an dem Bauwerk systematisch entlangfliegt, die Bilder generiert und entsprechend der Maßstäbe, Qualitätsparameter, die wir da fordern, dann auch entsprechend viele oder weniger Bilder generieren kann. Was wir dann machen, ist also diese 3D-Rekonstruktion durchzuführen, die entsprechende Georeferenzierung, also auch die Passpunkte einzumessen, sodass wir also tatsächlich zu georeferenzierten, also in Landeskoordinaten sich befindlichen und wirklich mit entsprechenden Maßstäben versehenen Modellen kommen. Üblicherweise, weil wir wirklich auch mit großen Daten zu tun haben, wenn wir viele Bilder machen, können wir das auch in verschiedenen Auflösungsstufen machen. Das ist also ein Level of Detail-Ansatz, so nennt man das, dass man also reinsteckt, welchen Maßstab, aber vor allen Dingen auf welche Auflösung, welchen Auflösungsgrad so ein Modell haben soll. Das heißt, man kommt vielleicht zu Gesamtmodellen, die die ganze Brücke in einem Modell abbilden und vielleicht auch das umliegende Gelände noch, sodass man also hier auch entsprechende Dinge verorten kann, die sich um die Brücke befinden. Ja, zum Beispiel auch Zuwegung, wenn da Maßnahmen zu planen sind, dann kann man also auch sehr schön planen, wo ein Kran stehen kann und solche Dinge. Das kann hilfreich sein, nicht nur das Bauwerk selber aufzunehmen. Das ist aber relativ gering aufgelöst. Das hat so ungefähr 200 Millionen Punkte. Das ist für uns eigentlich ein sehr, sehr grobes Modell. Dann gibt es vielleicht Zwischenmodelle, die Teile des Bauwerks abbilden. Und dann kann man das aber auch ins Extrem bringen. Und das war eben auch Teil des Forschungsprojektes, zu zeigen, wie man mit solchen extrem großen Datensätzen umgeht. Denn wenn Sie hier mal sich einen Pfeiler dieser Brücke angucken, dann haben wir den mit 450 hochauflösenden Bildern aufgenommen, in der Art und Weise, wie Sie es gerade so ein bisschen angedeutet auch gesehen haben. Das heißt, diese Punktwolke, die dieses Bauteil abbildet, also die 3D-Punkte, die aus den Bildpixeln errechnet wurden, sind an der Stelle 360 Millionen, sodass sie zu einer Auflösung kommen, einer Oberflächenauflösung, einer Objektauflösung von ungefähr einem Punkt pro Quadratmillimeter. Also so dicht sind diese Punkte und so genau können Sie also sich dieses Bauwerk dann eben in dem 3D-Modell anschauen. Und was für uns fast wichtiger ist und dem Forschungsprojekt einen extremen Mehrwert generiert hat, ist, dass nicht nur die Auflösung hoch ist, sondern dass die Punkte auch wirklich sehr genau im Raum verortbar sind. Das hat was mit der Georeferenzierung zu tun, mit der Vermessungs-, der geodätischen Aufnahme, die sozusagen zu der Befliegung dazukommt. Aber Sie finden jeden Punkt ungefähr mit einer Ungenauigkeit von 1 bis 2 Millimetern im Raum. Ja, und das hat uns dann, da kommen wir jetzt wieder ins Konstruktive, ins Mechanische zurück, dazu bewogen, mal zu gucken, ob wir denn Verformungen des Bauwerks messen können, wenn wir sowas wiederholt machen.
Wir haben gerade gesehen, das geht sehr gut, alles zu automatisieren. Die Drohne fliegt es einfach ab, den Flugpfad, generiert tausende Bilder. Wir schieben das durch die dicken Rechner von Volker. Dann kommen die 3D-Modelle raus und das kann ich jetzt mehrmals machen. Und das haben wir gezeigt, dass es uns also möglich war, zwischen zwei solchen Befliegungen, also einen Epochenvergleich durchzuführen, die 3D-Modelle übereinander zu legen und zu sehen, wie sich das Bauteil verformt hat. Und Sie sehen hier, wir sehen hier genau diese Biegellinie, die wir vorhin auch in meinem kleinen Beispiel gesehen haben, also letzten Endes die tatsächliche Mechanik abgebildet in einem Bereich einer Verformung von einer Handvoll Millimetern. Das heißt, wir können genau sehen, wie dieses Bauteil sich verbiegt. Wir können darin Krümmungen messen und können zurückschließen auf die Beanspruchungen und können auch zurückschließen auf etwaige Schädigungen. Denn wenn Sie sich nochmal erinnern an die Kurve, die Spannungsdehnungslinie, dann ist gerade, wenn eine Schädigung auftritt, wenn das Ding in die Nähe des Versagens kommt, dann wird es weicher. Die Kurve wird flacher. Ja? Das heißt, ich sehe ein sich ankündigendes Versagen darin, dass das Bauteil weicher wird, dass die Verformungen zunehmen, sodass ich mit so einer Verformungsmessung, die sich aber genau aus der 3D-Rekonstruktion speist, hier auch Rückschlüsse auf die Beanspruchung und auf sozusagen die Gesundheit des Tragwerkes anstellen kann. Und das war, und das ist jetzt die Folie sozusagen für das Forschungsprojekt, die auch den Titel dieses Vortrages speist. Wir haben da also auch mit Industriepartnern, war ein recht anwendungsnahes Forschungsprojekt, zusammengearbeitet, zum Beispiel eben mit der DB, aber auch mit Ingenieurbüros, um zu zeigen, dass solche Ansätze, die tatsächlich in eine Nachrechnung münden, praxistauglich sind. Und wir kommen dann, hier sind wieder unsere numerischen Modelle, also unsere Computermodelle, Simulationsmodelle für solche Bauwerke. Wir kommen dann sozusagen zu angepassten Berechnungsmodellen, die den Schädigungsgrad abbilden. Das heißt, wir können tatsächlich die Brücke nachrechnen, können die jetzt wieder unter beliebige Bemessungsszenarien, also sagen, das und das soll die tragen. Wir wollen die Sicherheit beziffern, können die also solcher Untersuchungen unterziehen. Da ist ein sehr breites Methodengerüst drunter, das würde jetzt hier zu weit führen, wer da mal reinlesen will, gibt entsprechende Veröffentlichungen von uns, die das natürlich deutlich weiter im Detail und entsprechend wissenschaftlich darstellen. Aber wir kommen hier tatsächlich zu einer Methodik, die uns erlaubt, also die Sicherheit des Bauwerks zu bewerten. Das war da das Ziel und das Forschungsprojekt hat also auch eine ganze Menge recht hohe Wellen geschlagen, weil das eben was ist, was man eigentlich in die Praxis bringen will. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Thema, was ich eingangs gesagt hatte in Bezug auf die konventionelle Prüfung, nämlich die Frage der Dokumentation. Wir können jetzt Schäden erkennen und typischerweise, aktuell wird es so gemacht, wenn der Bauwerksprüfer was sieht, dann schreibt er das erstmal auf. Im besten Fall macht er noch ein Foto. Die werden erstmal runtergerechnet, weil die Software irgendwie 20 Jahre alt ist. Also da kennen Sie bestenfalls noch ungefähr, was für eine Art von Schaden das ist. Und dann wird das verortet, indem da gesagt wird, das ist an dem und dem Pfeiler, 3 Meter links von sowieso. Oftmals weiß man gar nicht, wo links und rechts ist. Also das Verorten der Schäden, so wie das aktuell dokumentiert ist, ist extrem schwierig. Ja, und da kommen wir jetzt, und ich erinnere Sie daran, dass Sie gerade beim Volker Rohlhorst gesehen haben, dass da zwei Dinge zusammenkommen in unseren Verfahren. Wir können in den Bildern Schäden erkennen. Ja, Sie sehen die Risse. Und wir wissen aber auch, welchen Teil des Bauwerks jedes Bild zeigt. Denn dieses 3D-Modell ist ja aus den Bildern generiert worden. Das heißt, wir wissen von jedem Pixel im Bild, wo das auf der Bauwerksoberfläche ist. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr einfacher Schritt, jetzt diese Schäden in dem einzelnen Bild über die entsprechende Rückprojektion auf das 3D-Modell drauf zu mappen, drauf zu referenzieren. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem 3D-Modell, wo Sie sich nicht nur die Oberfläche angucken können, sondern wo Sie Schäden, die Sie in den Bildern automatisiert erkannt haben, direkt auf diesem 3D-Modell drauf referenzieren können, sehen können und es im Rechner sich entsprechend angucken können. Und da kommen wir zu einem Konzept, was aktuell sehr en vogue ist und das ist das Konzept des digitalen Zwillings. Was wir eigentlich generieren, ist ein 3D-Modell, das eben nicht nur eine Kopie des Bauwerks ist, also die Geometrie abbildet, sondern zusätzliche Informationen über den Zustand mitnimmt. Ja, das heißt, wir referenzieren hier tatsächliche zustandsrelevante Daten und wir machen das nicht nur einmal, und da kommt dieser Begriff des Zwillings davor, wir führen quasi im Rechner ein Parallelindividuum. Wir haben die tatsächliche Brücke und wir haben bei uns im Rechner dieses 3D-Modell des Bauwerks und immer wenn wir Informationen generieren, wenn wir neu fliegen und wir Schäden erkennen, referenzieren wir die wieder auf dieses 3D-Modell und können jetzt, weil die wirklich genau im Raum verortbar sind, zum Beispiel auch Trends erkennen. Für uns macht es einen riesen Unterschied, ob ein Riss immer schon da war oder ob der jetzt neu entstanden ist und von über Monate sehr schnell größer wird. Das heißt, dieses Erkennen von Trends, dieses Wiedererkennen des gleichen Risses wird mit solchen digitalen Modellen möglich. Und hier ist der ganze Workflow nochmal so ein bisschen schön aufbereitet, sichtbar.
Und das mündet, wenn Sie sich den digitalen Zwilling jetzt praktisch vorstellen wollen, natürlich zunächst mal zu einem digitalen Modell, was im Rechner lebt, aber was wir versuchen zu entwickeln, und da gibt es auch eine Ausgründung, das ist eine Firma, die wir jetzt an den Start gebracht haben, wo entsprechende Software entwickelt werden kann, die das quasi in der Cloud vorhält. Das heißt, das Modell lebt nicht nur am Rechner, sondern Sie können da als Betreiber darauf zugreifen. Das sind Ansätze, die jetzt auch als Ergebnis der Forschung, wie wir das in die Praxis bringen, auch prämiert wurden. Das ist nur ein kleiner Werbeblock nebenbei, dass wir den Deutschen Ingenieurpreis letztes Jahr gewonnen haben und gerade in Thüringen den Digital- und Open-Source-Preis vom Minister Tiefensee bekommen haben. Aber das soll an der Stelle nicht das Wichtige sein, sondern jetzt mal zu zeigen, wie man sich so eine Plattform vorstellen kann. Denn wir gehen jetzt von den Akten, die aktuell da sind, wo man irgendwie die Schäden mal aufgeschrieben hat, zu einer Plattform, wo Sie sich über einen Webbrowser einloggen können. Jeder hat einen Account, das heißt, das System weiß auch, welcher Bauwerksprüfer jetzt gerade hier dran ist. Sie sehen das Bauwerk, können sich das in 3D anschauen, können aber vor allen Dingen darauf messen, ja, weil das entsprechende Metrik hat. Da gibt es also Längenmesstools und Flächenmesstools, aber Sie sehen eben auch jedes einzelne Bild, weil wir wissen, von wo aus das gemacht wurde, können Sie also auch auf jedes einzelne Bild wieder zugreifen, können zum Beispiel auch auf die Oberfläche zeigen und fragen, welche Bilder haben diesen Oberflächenpunkt gesehen, denn die Korrespondenz kommt also aus der Fotogrammetrie direkt mit, können also so quasi auch eine Inspektion am Rechner machen, können annotieren, können ja zusätzliche Informationen anheften, also da hängt eine Datenbank dahinter, das sieht man hier mal ein bisschen, das ist für eine große Talsperre, also wir machen das nicht nur für Brücken. Wenn Sie also Schäden erkannt haben, dann werden die also referenziert mit Ihren Koordinaten in eine Datenbank übertragen mit entsprechenden Metriken. Sie können dann filtern nach der Fläche des Schadens, nach dem Ort des Schadens, nach dem Namen dessen, der den da eingepflegt hat ins System. Also das ist dann ein sehr mächtiges Tool und da haben wir die Hypothese aufgestellt und wie gesagt, sind da auch mit vielen Betreibern, zum Beispiel den Talsperrenbetreibern, im Gespräch, wie man sowas jetzt in die Praxis bringt und die alten Workflows langsam ablöst. Und um das vielleicht noch an ein paar Anwendungen zu zeigen, und damit will ich es dann auch langsam abrunden, zeige ich mal, wo man sowas in welcher Form anwenden kann. Ich habe gerade gesagt, Trends sind wichtig und ein Problem bei unseren maroden Brücken, um darauf zurückzukommen, ist, dass wir oftmals nicht wissen, wann die Schäden entstanden sind. Ja, wir kommen dahin, die Brücke ist fast schon am Einstürzen und die Konsequenz daraus muss eigentlich sein, dass wir sagen, wir müssen da in Zukunft besser werden. Und wenn wir neue Brücken bauen, müssen wir eigentlich rechtzeitig anfangen, müssen diesen digitalen Zwilling von Anfang an anlegen und dann entsprechend hochpäppeln, wenn man so will. Und es muss also mit einer Nullmessung anfangen. Das heißt, jedes größere, anspruchsvollere Bauwerk sollte zukünftig zu einer Nullmessung unterzogen werden, sollte zum Beispiel also komplett 3D aufgenommen werden. Und das sieht man hier mal an der Hochmoselbrücke, die aktuell größte, höchste Brücke in Deutschland. Die haben wir also aufgenommen, vor allem diese hohen Talpfeiler aufgenommen, außen von der Drohne, innen mit so einem Befahrgerät, was wir da hochziehen und kommen da also zu einer entsprechenden 3D-Modellierung, sodass man später fragen kann, war der immer schon so schief, der Pfeiler, war der Riss immer schon da? Also alles, was irgendwie zustandsrelevant ist, kann man dann also diesem digitalen Zwilling entnehmen. Historische Bauwerke sind auch immer sehr interessant, macht auch viel Spaß daran zu arbeiten, weil die natürlich irgendwie sehr schöne Bauwerke auch sind, haben auch an vielen Stellen recht spezielle Fragestellungen, zum Beispiel auch was die Alterung angeht, Auswaschen von Sandstein und so weiter, aber auch die Geometrie ist natürlich anspruchsvoll, die haben oft irgendwelche Verzierungen, funktionieren auch mechanisch anders, wenn das solche Bogentragwerke zum Beispiel sind, die kann man also auch sehr schön geometrisch aufnehmen und darin messen, die Bogenabwicklung haben wir vorhin schon gesehen. Um vom Infrastrukturbereich vielleicht mal kurz wegzugehen, also gerade in der Denkmalpflege ist sowas interessant. Wir nehmen also auch viele denkmalgeschützte Bauwerke auf, Schlösser, Burgen und so weiter. Hat natürlich auch touristische Aspekte, wenn man das dann in 3D-Modellen darstellen kann. Also da sind wir zum Beispiel auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege an vielen Stellen unterwegs. Was extrem aktuell ist im Moment, das wissen Sie alle, ist die Frage der thermisch-energetischen Bewertung von Bauwerken. Wir wissen alle, dass wir Energie sparen müssen. Ein Thema ist Heizungsanlage und so weiter, da gibt es natürlich viele Diskussionen. Da müssen wir zum Beispiel auch Informationen über das Gelände haben. Wenn Sie fragen, wo kann ich Geothermie setzen, wie viel Platz ist da, wie groß ist eine Dachfläche, ja, wie viel Platz habe ich da, wie viele PV-Zellen gehen da drauf, dann will ich das am besten auch in einem 3D-Modell messen können. Also auch bei sowas können wir Mehrwerte generieren. Man sieht hier mal so ein Campus-Modell von unserer Uni. Man kann das auch in den Stadtkontext setzen, die entsprechenden Geomodelle, wo solche Klötzchenmodelle eigentlich schon da sind. In Geodaten können wir alles sehr schön integrieren. Und dann können Sie in solchen 3D-Modellen messen, wie gesagt, Dachflächen ausmessen, aber Sie können eben, wenn Sie das, was Volker vorhin gezeigt hat, zum Beispiel eben auch eine Thermografiekamera mitgeschleppt haben auf der Drohne, dann können Sie eben die gleiche Methodik des Anschauens von Bildern im 3D-Kontext hier auch nutzen und können sich jetzt einfach eine Perspektive auswählen. Sie sehen das hier rot markiert, das ist dieses Foto und es ist eben an der Stelle jetzt nicht mehr das RGB-Foto, sondern das Thermogramm, die Infrarotkamera hat das aufgenommen. Dann gucken Sie sich das also in diesem Spektrum an und kommen da zu sehr guten Workflows und Hilfsmitteln,
um eben einzuschätzen, wo lohnt sich eine Wärmedämmung, welches Fenster muss ausgetauscht werden. Also das sind alles Dinge, die darüber sehr leicht bespielbar sind. Und jetzt kommen wir nochmal, ziehen wir vielleicht den Maßstab noch ein bisschen auf. Das sind zwei Bilder aus dem Ahrtal vom letzten Jahr. Da sind wir, als das Hochwasser kam, sehr schnell im Einsatz gewesen, haben fürs THW und mit den entsprechenden Einsatzkräften vor Ort solche Befliegungen durchgeführt und haben hier eigentlich einen ähnlichen Workflow durchgeführt, haben also auch eine 3D-Rekonstruktion dieser Großschadenslagen, dieser Hochwassergebiete aufgenommen und durchgeführt und sind entsprechend dann eben auch zu solchen 3D-Modellen gekommen. Und ich glaube, man kann sich sehr gut vorstellen, dass man da zu Informationen kommt, gerade wenn sich dann jeder in diese Plattform einloggen kann und das entsprechend in 3D sich angucken kann, dass man also messen kann, wo komme ich mit dem Fahrzeug noch durch, wie hoch steht das Wasser da, welches Gebäude steht noch, welche Brücke ist noch befahrbar. Und das lässt sich also fast in Real-Time, wie gesagt, dicke Rechner brauchen wir immer für die Reko, aber einspielen, entsprechend zur Verfügung stellen. Und da sind wir jetzt auch dabei, neue Forschungsprojekte aufzuziehen, weil das natürlich auch was ist, wo sich im letzten Jahr herausgestellt hat, dass gerade on the ground eben nicht alles so rund lief und dass solche Dinge hier hilfreich sein können. Jetzt habe ich Ihnen das in unserer Webplattform gezeigt und wirklich jetzt die Abrundung erfolgt, indem ich mal noch auf andere Technologien gehe, die die Visualisierung betreffen, nämlich die Frage, wie kann ich mir sowas noch angucken, noch immersiver angucken, vielleicht die Informationen, die da vorliegen, die auch oftmals, wie gesagt, multispektral und mehrdimensional sind, also ein 3D-Modell, was eben nicht nur die RGB-Oberfläche des Scans abbildet, sondern vielleicht auch Spannungen, die wir in unseren Simulationsmodellen berechnet haben. Sowas kann man natürlich auch in VR-Umgebungen darstellen. Einige von Ihnen sind gestern im DBL, glaube ich, gewesen. Das sind natürlich die klassischen Head-Mounted-Displays, die viele schon zu Hause haben. Aber es gibt eben auch solche 3D-Projektionsleinwände, wo man gemeinsam zu mehr mit solchen Shutterbrillen quasi sich in einem 3D-Raum bewegen kann, solche Modelle dann entsprechend rendern kann. Das sind also Technologien, die unsere Kollegen von der Virtual Reality entwickeln. Und dann kann man also auch entsprechende 3D-Telepräsenz zum Beispiel generieren. Leute sind in verteilten Orten, treffen sich aber in so einem 3D-Modell, schauen sich gemeinsam das Bauwerk an, annotieren da, zeigen, diskutieren darüber. Also auch die Bauwerksprüfung, das gemeinsame Interpretieren, das gemeinsame Fällen von Entscheidungen kann da in Zukunft einfacher und auch besser nachvollziehbar werden, wenn man es natürlich alles entsprechend digital nachfahren kann. Die letzte Folie zeigt jetzt nochmal, wie ich mit solchen 3D-Modellen, die vielleicht im Rechner leben, wieder am Bauwerk was helfen kann, denn grundsätzlich werden natürlich unsere Bauwerksprüfer, die das tatsächlich am Bauwerk tun, nicht redundant werden, aber wir werden die in Zukunft dann hoffentlich entsprechend unterstützen, indem wir ihnen auf solchen Brillen zum Beispiel oder eben auch mit Tablets das, was der digitale Zwilling vorhält, also die Schäden, die wir da aus der Vergangenheit kennen, quasi einspielen, sodass sie sich, wenn sie sich das Bauwerk angucken, direkt sehen können, was die Datenbank schon darüber weiß und dann vielleicht direkt die Schäden vom letzten Mal ansteuern können und gucken können, ist es kritischer geworden, was will ich da für Informationen entsprechend dazu anreichern, also auch am Bauwerk können solche digitalen Informationen, Modelle dann wieder genutzt werden. Insofern bin ich durch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen den Blumenstrauß darstellen, Potpourri dessen zeigen, welche und wie die digitalen Technologien in der Bauwerkserhaltung und eben gerade wirklich auch in so einer tatsächlichen gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Problemen einen Mehrwert leisten können. Und wie gesagt, ich erinnere nochmal daran, es ist tatsächlich am Ende MINT-Ingenieurwissenschaft und an vielen Stellen auf eine nicht so komplizierte Weise direkt mit dem verknüpft, was die den jungen Leuten in der Schule schon beibringen, daran docken wir direkt an. Und wenn es da mal Interesse gibt, darüber zu reden, wie wir vielleicht mit Beispielen da bei Ihnen auch wirksam werden können, damit Sie vielleicht sinnstiftend Ihren Schülerinnen und Schülern was zeigen können, dann würde mich das freuen, darüber zu reden. Thank you.